So, Hallihallo. Ich bin jetzt endlich mal live mit dem Zucker-Tagebuch und ich hoffe, dass das jetzt hier so gut klappt und ich das auch oder dass ihr das auch sehen könnt. Ich fange mal eben an und ah ja, ich habe schon. Und ich sehe hier schon, genau, dass ihr das sehen könnt. Sehr schön. Dann würde ich sagen, lege ich mal los. Also, ich hatte das ja angekündigt mit einem, dass das ein Protokoll ist, das, ja. Aber ich sehe gerade, ich kann es hier nicht scrollen. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, dieses Ding macht mich aber auch echt fertig. Also, egal, wir bleiben einfach mal bei dem, was ihr jetzt vielleicht hier seht. Und dann muss ich irgendwie mal gucken. Ich wollte sowas gerne eigentlich öfter machen mit euch. Aber irgendwie habe ich noch keine vernünftige Lösung gefunden, das darzustellen. Also, passt auf. Wir gehen jetzt einfach mal durch dieses Protokoll, soweit wir es sehen, durch, weil tatsächlich wird es im Abend hin, kommt es noch mal mehr zur Wiederholung. Also, wir haben hier ein Zuckerprotokoll, was eigentlich erstmal super perfekt aussieht, weil nämlich überhaupt kein zugesetzter Zucker ist. So, die Teilnehmerin, die mir das geschickt hat, die möchte allerdings abnehmen und es klappt nicht mit dem Abnehmen. So, und wenn wir jetzt mal gucken, woran das liegen könnte, beziehungsweise es wird relativ schnell klar, woran es liegen kann. Und zwar gehen wir da mal durch. Also morgens gibt es eine große Tasse Tee und 400 Milliliter Shake. Ja, nach dem Shake habe ich mich dann nochmal erkundigt. Der war dann soweit in Ordnung. Das ist okay, das kann man so lassen. Und dann geht's los mit selbstgemachten Knuspermüsli. Noch da, noch mit Honig und frischem Obst. So, und das ist auch halbwegs okay, aber es ist tatsächlich sehr, sehr viel Obst und vor allen Dingen noch kombiniert mit dem Honig. Also, das ist schon, schon ziemlich viel. Und vor allen Dingen, was mir hier auch fehlt, ist es ein bisschen Milch dabei. Ja, da haben wir so ein bisschen Eiweiß. Aber es ist schon, das ist schon eine rechte, richtige Powerladung, was da an Fruchtzucker, also auch durch den Honig, ankommt. Das heißt, es ist zwar besser als ein normales Knuspermüsli, ist aber im Sommer immer noch super viel. So, alternativ isst sie auch schon mal ein Brot dazu. Das ist dann auch okay mit Käse und Salatblättern. Wunderbar. So, dann kommt mittags wahlweise ein bis zwei gekochte Eier oder zwei, drei Clementinen oder ein Apfel. So, und dann kommt ein selbstgemachtes Amaranth-Müsli. Auch da wieder Nüsse, Samen und so etwas. So, jetzt muss ich mal hier auf meinem Bildschirm hier rumklicken. So, mal gucken, ob ihr denn, ich weiß jetzt nicht, ob ihr noch was sehen könnt. Ich sehe jetzt nicht mehr, was ihr seht. So, und dann kommt hier um 15 Uhr, kommt auf jeden Fall nochmal ein Powerriegel mit Amaranth, Nüssen, Samen, Rosinen, Trockenobst, Kakaobutter zum Zusammenhalten. Abends essen ist eine frisch gekochte Kürbissuppe, das ist in Ordnung. Um 19 Uhr kommt nochmal ein Powerriegel. So, also alles in allem super, super gute Zutaten. Da gibt es überhaupt gar nichts zu meckern. Aber vielleicht hat ja eine von euch eine Idee, was ich zu meckern habe, beziehungsweise was mir fehlt in diesem Plan. Wenn ihr eine Idee habt, dann schreibt mir noch mal rein. Ansonsten gehe ich das Ganze noch mal durch. Also, wir haben morgens einen Shake mit Wasser, Flohsamen. Ja, also
Sie nimmt sie nicht alle auf einmal, aber vier davon. So. Oder alternativ halb Brot. Dann gibt es zwei, ein bis zwei gekochte Eier nochmal. Oder halt wieder Obst. Und hier kommt dann der Powerriegel mit Amaranth, Nüssen, Samen, Trockenobst, Kakaobutter. Und dann eine Kürbissuppe. Und dann gibt es nochmal einen Powerriegel. So, ich mache das jetzt mal hier weg. Komplett das Eiweiß oder ganz wenig Eiweiß nur vertreten war. Und damit meine ich noch nicht mal so sehr das tierische Eiweiß. Also ihr wisst, von mir aus braucht ihr kein tierisches Eiweiß, aber auch pflanzliches Eiweiß wäre schön gewesen. Also es sind alles Dinge, die, ja, die im Prinzip den Blutzuckerspiegel trotz oder obwohl wenig oder erstmal scheinbar zuckerfrei ist, den Blutzuckerspiegel schon ziemlich in die Höhe treiben. Das heißt, es ist das Getreide kombiniert mit entweder Obst oder aber halt den Trockenfrüchten. So, das ist, wenn ihr das ein- oder zweimal am Tag habt, nicht schlimm. Na, aber wir überlegen nochmal, das ist gestartet mit einem Müsli mit sehr viel Obst und so in dem Müsli war ein Honig drin. Das wollte sie zwar jetzt bald umstellen, aber ne, da war bis dato Honig drin. Dann massiv Fruchtzucker, was zwar, wie gesagt, alles in Ordnung ist, aber auch da wieder ein bisschen im Maß muss es einfach bleiben. Und das Dritte. Ja, und waren dann auch noch die Trockenfrüchte. Das heißt, wir haben extrem viele Sachen, die wirklich den Blutzuckerspiegel nicht zur Ruhe kommen lassen. Die Kürbissuppe, die war zwar auch schon mal gut, aber auch bei der Kürbissuppe war es tatsächlich das Gemüse, ja, ich sag mal, ja, auch da wieder am meisten Einfluss auf den Blutzuckerspiegel hat. Das heißt, die Sachen waren alle für sich gut, aber in Summe einfach zu viel. Und das ist was, das müsst ihr einfach beachten, wenn ihr so ein bisschen durch euren Tag strukturiert. Ich weiß zwar, dass das jetzt gerade im Winter extrem schwierig ist. Vor allen Dingen, wenn man darauf achtet, saisonal zu essen. Also im Moment ist es tatsächlich wirklich viel Aufwand, mehr Salat und sowas zu essen oder Rohkost zu essen, aber trotzdem nicht unmöglich. Und das ist halt ein Tagebuch, was sehr, sehr Zucker- oder Kohlenhydratlastig ist. Also, was da unbedingt rein muss, ist mehr Frischkost, ja, egal wie. Sei es jetzt zum Beispiel, würde auch Möhren-Apfelsalat zum Beispiel gehen, wenn es eher so in die süße Richtung gehen sollte. Also, dann hat man da auf jeden Fall schon mal was gewonnen. Eiweiß macht extrem lange satt. Ja, also gerade die ganzen Hülsenfrüchte sind was, die wären super. Also da wäre es auch gut, wenn es entweder ein Salat wäre, also zum Beispiel statt der Kokossuppe, der Kürbissuppe halt noch ein Linsensalat dazu. Solche Dinge halt. Ja, dann habt ihr auf der einen Seite mehr für euer Eiweißkonto getan. Ja, auch halt pflanzlich. Auf der anderen Seite, ja, habt ihr dann auch weniger Kohlenhydrate. Also, ne, es geht immer darum zu gucken, dass ihr möglichst viel Frischkram drin habt und das auch im Winter. Und wenn das nicht so super geht, dann auf jeden Fall darauf zu achten, dass ganz noch mehr Eiweißanteile drin sind. Wie gesagt, pflanzlich geht das, auch mit Hülsenfrüchten, auch mit ja, Sojaprodukten, wenn man die benutzen will. Aber auch Lupinie ist halt sowas, was stark im Kommen ist, was super ist für natürliches Eiweiß. Und was das Schöne ist am Eiweiß ist, es macht halt sehr lange satt.
weil der Körper extrem viel Mühe hat, das zu verstoffwechseln. Ja? Und es verbraucht auch selber mehr Energie beim Verstoffwechseln. Das heißt, deswegen macht das Eiweiß auch so lange satt. Ja? Je mehr der Blutzuckerspiegel sozusagen hoch geht, umso, ja, umso schneller ist das Ganze auch in der Blutbahn. Ja, und so, umso schneller kann das verarbeitet werden, was ja irgendwie einerseits toll ist, aber die Dinger heißen, die Power-Riegel heißen nicht umsonst Power-Riegel, Power-Riegel, ja, die heißen so, weil da sofort extrem viel Energie da ist. Und deswegen solltet ihr gucken, dass ihr solche Sachen halt ein-, zweimal am Tag esst und über den Rest verteilt halt gucken, wirklich auch Sachen zu essen, die dann auf euer Konto, Eiweißkonto einzahlen. Ja, ihr könntet auch, es wäre auch zum Beispiel noch ein Quark okay gewesen. Der macht, wie gesagt, extrem lange satt wegen dem hohen konzentrierten Eiweiß. Ja, also einfach mehr Eiweiß in diesem Plan. Ja, ich halte nichts davon, ausschließlich sich eiweißlastig zu ernähren, zumindest nicht in der tierischen Komponente, ja, weil es dann einfach zu viel tierische Produkte sind. Aber wie gesagt, dieser Plan ist einfach zu kohlenhydratlastig und deswegen nimmt sie nicht ab, obwohl es zuckerfrei ist. Okay, gut, ich hoffe, das hat ein bisschen geholfen und ja, ich werde das vielleicht mal gleich eben zusammenbasteln, die beiden Videos, dass wir dann irgendwie noch ein gemeinsames Video haben. Und ja, und ich freue mich von euch zu hören. Und wenn noch jemand von euch Lust hat auf ein zuckerfreies Video, dann oder so ein Zuckertagebuch-Video, dann sagt mir doch einfach Bescheid, schickt mir so einen Plan zu, dann gehe ich das für euch durch und kann euch da dann genauso wie jetzt auch völlig anonymisiert Tipps dazu geben und ihr bekommt einen Einblick, was ihr besser machen könntet. Gut, okay, ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Morgen um 12 Uhr werden wir hier sprechen, werde ich euch ein bisschen was erzählen über, ja, im Prinzip, wie mein Zuckerfrei angefangen hat, nämlich mit meinem damals zuckersüchtigen Kind, was ich damals gar nicht wusste, und was die erste zuckerfreie Fastenzeit mit meinen Kindern für eine Veränderung gebracht hat. Also, wenn ihr Lust habt, morgen um 10 live dabei zu sein, ansonsten gibt es natürlich auch die Aufzeichnung hier, einfach mal ein bisschen zu erfahren, was das tatsächlich macht, wenn ihr mit den Kindern zuckerfreie Fastenzeiten auch macht, dass das echt richtig große, selbst in einer abgespeckten Form eine super, ja, super Ergebnisse hat. Das erzähle ich euch morgen. Und ja, und ansonsten, wenn ihr Fragen habt, gerne hier drunter. Und ich freue mich von euch zu hören. Bis dann. Tschüss.